Hallo und herzlich willkommen zum Thema Two Moons, zu Deutsch Zwei Monde von Gigapil Studio. Mein Name ist Annika Plotka. Das Originalvideo in englischer Sprache findet man auf der Seite von Gigapil Studio unter Tutorials, dann ein Click auf View, woraufhin sich diese Seite öffnet. Und hier Epic Landscape Space Edition, das kann im Laufe der Zeit auch noch weiter nach unten rutschen, sieht aber auf jeden Fall so aus. Einfach mal klicken. Und in dem neuen Fenster dann, beziehungsweise bei der neuen Seite hier, findet man das Video dann in Englisch. Das Endergebnis von Wladimir Chopin sieht so aus und ja, ungefähr sowas werden wir einfach mal nacharbeiten. Okay, gehen wir einfach mal nach View. Und erstellen hier einfach mal über die linke Seite hier ein fraktales Gelände. Wer hier nur ein Standardgelände hat, kann hier mal ein bisschen länger klicken mit der linken Maustaste. Und sich dann entsprechendes einfach mal auswählen und einfach hinzufügen. Mit einem Doppelklick der linken Maustaste kommt man hier automatisch in den Geländeeditor, wo man das Ganze bearbeiten kann. Hier im Tab Prozedural kann man mit der rechten Maustaste klicken und dann eine fertige Funktion laden, wovon wir hier von den Fraktalen für das Originalvideo hier Ultra Sharp verwenden. Wenn man jetzt sich zuvor zum Beispiel das Video Red Rocks angeguckt hat und das Ganze eben mehr nach Mond aussieht, gibt es noch einen anderen Weg. Ich wollte nur eben kurz zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man nur dieses verwendet. Das ist momentan so. Wird aber nachher noch weiter bearbeitet, das mache ich dann gleich. Und wenn man ja, diese Mondlandschaft da benutzen möchte, da könnte man zum Beispiel einfach das hier nochmal öffnen. Zuerst den Mond auswählen oder was auch immer man hier haben möchte, sagt okay. Stellt sich die Landschaft so ein, wie man sie haben möchte, über rechte Maustaste und dann die Funktion editieren. Und dann kann man ja hier die Knoten noch verändern. Und wenn man das Gelände fertig hat, wie man es haben möchte, kann man hier sich die kompletten Knoten hier markieren und dann hier als Metanode einfach machen. Gibt dem Ganzen einen Namen, zum Beispiel Mondlandschaft oder wie auch immer, und kann das Ganze über Save wegspeichern. Und über das X machen wir das Ganze wieder zu und laden dann einfach den eigentlichen Knoten, zum Beispiel diesen hier. Ja, sag okay. Also ich benutze nur diesen, aber das wäre halt eben eine Möglichkeit, mehrere Funktionen miteinander zu vermischen. Ja, wenn man nicht nur hiermit erleben möchte. Okay, wir gehen hier auch ultrascharf in den Funktionseditor. Auch hier editieren wir die Funktion. Dafür sieht das Ganze so aus. Und ich wähle hier unten diesen. Soll ich mal ein bisschen größer machen, dass man auch was sehen kann. Das untere Fraktal halt eben. Und ändere hier einfach mal Wavelengths zunächst ab. Das ist ein bisschen kleiner. Was dafür sorgt, dass das Ganze momentan so aussieht. Und das ist eben noch sehr hügelig. Deswegen kann man hier den Filter noch bearbeiten. Rechte Maustaste, Edit Filter oder Reset. Dann ist er erstmal wieder so. Edit Filter und zieht hier diesen Punkt was weiter runter. Und flacht das Ganze erstmal entsprechend etwas ab. Und dieses Fraktal hier kann man auch wunderbar verwenden für die Verteilung von dem Material. Deswegen kann man hier einfach mit der linken Maustaste in ein freies, leeres Feld klicken, dass man so diesen roten Rahmen hat. Und klickt einfach hier oben für die Ausgabe und dann Custom Dependency. Und mit der linken Maustaste hier diesen halten. Man sieht ja, hier ist ein Kreis, da kann man das damit verbinden. Ein bisschen warten, loslassen und dann einfach verbinden. Ich habe es hier mit Attitude verbunden. Sage OK und fertig wäre in diesem Fall das Gelände. Man kann das Ganze auch hier umkehren, aber ich lasse es mal so. Sage OK. Wobei die Kamera natürlich wieder mitten im Gelände ist. Schon wieder alles. So, natürlich nur das Gelände. Und dann mit der Kamera
rübergehen. Das Gelände kann man auch noch ein bisschen abflachen. Und dann kann man gucken, was von dem Gelände einem am besten gefällt. Lass mal ein bisschen drehen zwischendurch und einfach mal gucken, dass man eine schöne Stelle hat oder man geht mit der Kamera hier auf Wanderschaft. Wobei mir das so ganz gut gefällt und ich das einfach mal so gedreht lasse. Momentan sieht das Ganze noch gut aus. Ja, es ist immer ein bisschen schwer für die reale Größe hier. Ich meine, das ist 1 Kilometer lang und auch 1 Kilometer tief, das weiß ich. Aber halt mit diesen Dingen, die dazukommen, da sieht man erstmal, wie weit man eigentlich oberhalb von diesem Gelände ist. Oder aber auch, wenn man hier reinzoomt, sieht man, dass man hier recht hoch ist. Wenn ich hier jetzt eine Figur hinzufüge, dann sieht man, dass das gleich nur so ein Midi-Punkt sein wird. Oder den Astronauten und die Rakete, die ich hier hinzufügen werde, habe ich übrigens von der Webseite der NASA. Und da kann man hier einfach Multimedia, dann, ups, 3D-Ressourcen und dann hier 3D-Modelle klicken und dann hat man hier einiges zur Auswahl. Ich habe zum Beispiel hier diese Figur verwendet und dieses hier als Rakete. Die hatte ich mir hier schon einmal reingeladen, dann als Objekt weggespeichert, dass ich die innerhalb von zur Verfügung habe und deswegen lade ich mir zumindest die Figur schon mal hier rein. Da wäre die dann auch. Und man sieht da so ein ganz kleines Pünktchen. Das heißt, wir sind mit der Kamera viel zu hoch, zumindest wenn man was von der Figur noch sehen möchte. Also, gehen wir mal ein bisschen mehr dahin. Mal abgesehen davon, dass der gute Mann auch falsch rumsteht. Anheben. Dann kann man den auch direkt drehen und absetzen. Ah, vielleicht noch ein bisschen drehen. Natürlich davon ausgehend, dass die Größe der Figur stimmt. Das kann man hier über diesen Tab und dann hier einfach mal klicken, dass man Size hat. Bei mir ist Z oben, das heißt, das ist die Höhe. Und ja, also fast 2 Meter groß ist der. Das ist schon okay, so finde ich. Ja. Dann lade ich mir auch direkt mal die Rakete hier mit rein. Ich einfach mal ein Fahrzeug geworfen. Ist ja egal. Auch die verändere ich nicht in der Größe, davon ausgehend, dass die Größe eben stimmt. Wenn man sie denn ganz in der Szene haben möchte, muss man sie halt eben entsprechend verschieben oder halt die Kamera. Noch ein bisschen weiter zurück und stelle mir die Kamera ein, dass ich ein bisschen mehr vom Himmel noch sehe. So, zum Beispiel kommen wir mal zu dem Mond an sich. Das ist ein Planet und die Planeten findet man hier auf der linken Seite. Einfach mal klicken und da wäre dann auch schon einer. Und wenn man sich das Material anguckt, sieht das Ganze ein bisschen anders aus als bei anderen Objekten. Hier kann man die Phase einstellen. Ich will davon nicht ganz so viel haben. Die Sonne wird nachher umgedreht, dass sie auch von da hinten den Planeten oder die Planeten alle anscheint. Man kann das ein bisschen heller machen. So zum Beispiel. Und man kann den Planeten auch hier zum Beispiel ein wenig drehen. Ja, dann sieht das so aus. Wenn ich das Ganze jetzt mal eben rendere, sieht man zwar hier den Planeten, hier gar nichts, aber hier hinten auch nicht. Also ich möchte gerne, dass das Ganze ein bisschen mehr nach 3D aussieht. Deswegen kann man hier hingehen mit den Tasten zum Beispiel STRG und C das Ganze kopieren, STRG und V das Ganze einfach nochmal neu einfügen.
und diesem Planeten erst einmal eine Phase geben, dass der komplett aussieht. Und verschiebt den einen Hauch mehr nach links und kann den auch theoretisch ein ganz klein wenig vergrößern, damit dann hier diese Umrandung vorhanden ist, damit man das Ganze halt eben mehr als Planet wahrnimmt, weil es eben ein bisschen mehr nach 3D aussieht, ja? Okay. Ja, das Thema ist zwei Monde und wir haben erst einen. Damit man jetzt das Ganze nicht nochmal machen muss, kann man auch beide Planeten einfach markieren. STRG und C nochmal zum Kopieren. STRG V das Ganze einfach nochmal neu einfügen und vergrößern. Und hinschieben, wo man es denn haben möchte. Vielleicht die Kamera noch ein wenig anders einstellen. Ja, dass das so aussieht, man kann auch die beiden Planeten hier zum Beispiel noch ein bisschen mehr oder wenn man denn hier die Rundungen noch haben möchte, halt ein bisschen mehr reinziehen. Ja. So sieht das Ganze eben momentan bei mir aus. Kommen wir mal zum Material für das Gelände. Da klicken wir hier einfach, das ist ja immer Default, rechte Maustaste und einen fertigen Farbverlauf laden. Und dann nehmen wir aus dem Ordner Rocks and Grass, also Steine und Gras, Red, Brown, Yellow, also Rot, Braun und Gelb. Lager, okay. Sieht momentan so aus. Wir gehen hier mit der rechten Maustaste Funktion Editieren und verändern das Ganze jetzt hier. Die Konstanze ist schon rot umrandet, die brauchen wir auch nicht. Die tauschen wir jetzt aus. Und zwar hier über External Dependency. Hier kommt eine Meldung, da kann man einfach Ja sagen. Das heißt, die Verbindung von diesen beiden wird weggenommen, weil ja, der Filter momentan noch gar nicht weiß, um was handelt es sich denn hier. Das muss man erstmal vorgeben. Und zwar, auf was bezieht sich denn das Ganze? Und dann haben wir hier für das prozedurale Gelände das hier vorgegeben. Ja, das wählen wir aus. Und jetzt kann man auch diesen Filter hier, lass uns mal das ein bisschen höher schieben, so, diesen Filter hier wieder damit verbinden und dann passt das Ganze wieder. Ja. Da wir das Ganze mit Attitude, also der Höhe, vorgegeben haben, sieht das Ganze so aus. Ich ändere das mal eben. Das wäre dann eben so. Wer das gerne andersrum haben möchte, dann seht ihr, das hier ist ein ganz normaler Filter, den lasse ich mal hier stehen. Man kann hier auch noch einen neuen Filter hinzufügen und hier einen anderen auswählen, nämlich zum Beispiel Opposite, also andersrum. Ja, dann wäre es halt eben unten hell. Und da oben ebenso. Und dann kann man natürlich hier zum Beispiel noch den Filter hier rechte Maustaste editieren und dann hier noch Punkte hinzufügen. Hier eben auf die Kugel achten, was man da so einstellt, wie sich die Werte so von den Graustufen verändern. Ja. An Punkten kann man hier mit einem Doppelklick der linken Maustaste so viele hinzufügen, wie man möchte. Und guck dann, was das Ergebnis ist. Kann das auch weiter so ziehen. Ja, dann sieht das jetzt halt eben so aus. Zum Beispiel, man könnte das Ganze auch abrunden, wenn man möchte. Dann sieht es halt eben so aus. Ich lasse das einfach mal so, sage okay. Im Originalvideo wurde hier nur dieser Punkt hinzugefügt und kein weiterer Filter und auch hier hat an den Filtern nicht groß was verändert. Ja. Okay. Okay. Und das wäre jetzt so, ja, mein Ergebnis für das Material einfach mal. Kommen wir mal zur Atmosphäre. Dafür würde ich vielleicht zunächst die Sonne erstmal richtig hindrehen.
Wir haben ja da hinten die Planeten und deswegen würde ich die Sonne auch entsprechend ziehen, dass sie mehr von da so kommt. Und dann gehen wir also erstmal Atmosphäre. Ah, okay, müssen wir erstmal eine laden, damit wir alle die gleiche haben. Und zwar aus dem Ordner Physical Default. Okay, übernehmen. Dann gucken wir jetzt nochmal nach der Sonne, stellen die nochmal ein. So, und dann Atmosphäre editieren, linke Maustaste immer jeweils, ne? Und geben hier erstmal Global Radio City vor. Und stellen das Ganze hier ein. Verändern hier die Farbe für das ambiente Licht. Rechte Maustaste, Edit Color. Die Werte gebe ich mal manuell vor. 0, 54 und 115. Ziemlich dunkles Blau, okay. Und man sieht, der Himmel wird, ja, das wird alles wesentlich dunkler hier. Wir gehen in den Tab Sky Fog and Haze. Hier nehme ich mal ein bisschen vom Himmel weg. Und auch, oh, das kann auch stehen bleiben, aber die Farbe ändern wir hier mal. Rechte Maustaste, Edit Color. Und für die Farbe gebe ich vor 5, 90 und 208. Auch ein dunkleres Blau. Okay, ja, sieht man schon direkt. Und für die K. Edit 242, 172 und 82. Ein helleres Orange. Okay. Wir verwenden mehr Nebel. Und dafür ein dunkleres Grau. Geben etwas weniger Haze vor, also Dunst. Ja, sieht schon direkt ganz anders aus. Und das Ganze soll ziemlich weit tief aussehen, also ne, ein bisschen mehr Tiefe fürs Bild. Deswegen erhöhen wir hier mal den Wert. Allerdings, je nachdem, wie hoch man die Qualität auch einstellt, verlängert das wieder die Renderzeit, aber das ist eigentlich recht fix gerendert, also da dauert nichts lange. Wind brauchen wir hier keinen, den kann man deaktivieren. Und Sterne fügen wir hier dem Himmel noch hinzu. Ah, man sieht hier die Planeten. Dann ist da auch immer ein bisschen Sterne am Himmel. Was momentan einfach mal so aussieht. Und ja, der Rest, den stellen wir halt über die Sonne ein. Und kann hier noch ein bisschen verstellen, je nachdem, wie man die Schatten da halt eben haben möchte. Aber immer darauf achten, dass es mit der Beleuchtung von dem Mond auch eben stimmt. Ja, man sieht hier, ist das an der Rakete auch was hell. Deswegen steht die Sonne da schon recht gut. Ich kann ja mal eben meine Werte dafür zeigen. Die werden halt eben so, da kann man auch mal noch was wegnehmen oder das erhöhen, wenn man das eben weicher haben möchte. Aber das überstrahlt halt eben hier den Himmel. Also will ich hier in diesem Falle ja was wegnehmen. Okay, ja, dann rendern wir das Ganze einfach mal in Final Qualität. In Final und in relativ groß, das ist recht schnell fertig.
Okay, Möglichkeiten zum Bearbeiten gibt es hier mehrere. Zum Beispiel über Ebene, neue Einstellungsebene und dann Farbbalance. Okay, kann man hier die Dinge einstellen. Fangen wir mal mit den Tiefen an und sagen, das Ganze soll mehr in diese Richtung gehen oder mehr in diese Richtung. Und ja, hier sollte man sich auf eins konzentrieren, also entweder den unteren Bereich oder den oberen. Und den Rest eben einfach mal erst nicht berücksichtigen. Ja. Da kann man sagen, es soll mehr Magenta sein oder mehr in diese Farbrichtung, wie man meint. Dann passt sich das Ganze an. Das Ganze kann man auch für die Mitteltöne machen. Auch hier wieder dann nur für das, wo man sich entschieden hat, das Ganze einstellen. Ja, da kann man noch ein bisschen mehr die Farben rausarbeiten. Vielleicht geht man mal in die extremen Richtungen, um dann zu gucken, was das Ganze ergibt. Und auch für die Lichter, wenn man mal hier in die Richtung oder mehr in die Richtung. So zum Beispiel. In diesem Falle sind das meine Einstellungen für den unteren Bereich. Den Himmel möchte ich eigentlich nicht mit beeinträchtigen. Und mit dieser Ebene wird automatisch hier eine Maske angelegt. Da kann man hier einfach mit Schwarz, wenn man hier die Farben andersrum hat, einfach mal hier klicken. Und wenn hier ganz andere Farben, einfach mal hier klicken, wenn die Farben andersrum sind. Und wenn hier ganz andere Farben sind, einfach mal da klicken. Und dann kann man hier zum Beispiel mit dem Pinsel einfach darauf achten, dass man auch die Maske ausgewählt hat. Ja, einfach hier drüber und holt sich dann seinen Himmel wieder zurück. Ich mache das mal eben. Und dann kann man hier zum Beispiel mit Filter. Weichzeichnungsfilter geht gerade nicht, weil ich 16-Bit abgespeichert habe. Das kann man umstellen dann auf 8-Bit und dann funktioniert auch Filter, Weichzeichnungsfilter. Der Gaußsche Weichzeichner. Und dann kann man ja angucken, wie stark das Ganze ist, ohne und mit. Sage okay. Und dann kann man zum Beispiel noch hingehen, Ebene, neue Einstellungsebene, noch eine Farbbalance zum Beispiel hinzufügen. Sage auch hier okay und würde sich jetzt ausschließlich hier um den Himmel kümmern. Ja, wie soll der denn aussehen? Das sind die Mitteltöne. Sage okay, das ist der Himmel vorher, das ist der Himmel hinterher. Auch hier kann man entweder anfangen, jetzt rumzuradieren oder man klickt die Alt-Taste und auf die Maske, dann hat man die Maske STRG A alles auswählen, STRG und C, um das zu kopieren. Klickt hier oben auf die Maske und STRG und V und fügt die Maske dort ein. Und mit STRG und I dreht man das Ganze einfach um. STRG und D, um das Ganze aufzuheben. Und schon, ja, hat man das Ganze übernommen. Wem das jetzt zu dunkel sein sollte, der kann ja hier immer noch wieder mit der Deckkraft zum Beispiel weggehen. Ja. Dann kann man die Ebenen alle auf eine Ebene reduzieren, dass man nur noch eine hat. Man kann hier auch zum Beispiel Ebene, neue Einstellungsebene, Helligkeit und Kontrast. Sage okay und stellt hier noch die Helligkeit von dem Bild ein, wenn wir das Ganze heller haben, wie hell oder dunkler eben. Kommt ja immer darauf an, was man hat. Und den Kontrast dafür vorgeben. Ja, wie extrem soll das Ganze sein? Das kann man hier alles noch einstellen. Darauf achten, dass das hier auch alles dunkler wird. Ja, dann gehen halt Informationen verloren. So zum Beispiel ohne und mit.
kann man auch wieder sichtbar auf eine Ebene reduzieren und vor allen Dingen das Ganze mal schärfen. Dafür kann man das Ganze hier mit der linken Maustaste nehmen, auf das Blatt ziehen, duplizieren. Das Ganze mache ich noch zweimal, 1 und 2. Mit der Großschreibtaste wähle ich die ersten beiden aus, klicke hier auf diesen Pfeil und wähle da neue Gruppe aus Ebene. Wie die heißt, ist egal, kann man auch einen Namen vorgeben, wenn man möchte. Und die beiden Ebenen verschwinden in dieser Gruppe. Und der Gruppe an sich gebe ich hier ein ineinander kopieren. Das sieht momentan extrem aus, das ändert sich gleich wieder. Wähle hier die obere Ebene, stelle diese um auf strahlendes Licht und wähle wieder die Tasten STRG und I, um das Ganze umzukehren. Ja, müsste ich da mal 100%, dass man da reinzoomt. Und wenn man dann das Ganze ein- und ausblendet, sieht man hoffentlich, wie das Ganze ein klein wenig schärfer geworden ist. Man kann hier auch für diesen noch Filter, Weichzeichnungsfilter matter machen nehmen und wählt dann hier ja zum Beispiel diesen Wert. Immer vergleichen mit und ohne. Ja, ich hoffe, das sieht man, wie hier diese Strukturen rausgearbeitet werden. Okay, das ist dieser Ebene hier, die ich auch noch einzeln liegen habe, kann man zum Beispiel Filter, sonstige Filter einen Hochpass geben. Ja. Sage hier mit einem Pixel ebenfalls okay und stelle das Ganze aber um auf ineinander kopieren. Ohne und mit. Ja. Ich hoffe, man sieht, dass das Ganze nochmal schärfer wird. Man sollte sich so Schärfungssachen immer in 100% Größe angucken. Und nicht nur bei 50% oder so. Und auch hier kann man die Stärke natürlich wieder, wenn man möchte, was wegnehmen. Genauso gut kann ich die Ebene nochmal duplizieren und nach oben zum Beispiel legen. Und ein Filter, Scharfzeichnungsfilter und Scharfmaskieren wählen. Und auch hier kann man gucken, wie das Ganze aussieht. Ja, sage zum Beispiel okay. Kraft von mir aus wieder weg. Dann kann man das alles Sichtbare auf eine Ebene reduzieren. Verkleinere mir das ein wenig. Und das wäre eine Möglichkeit, um sein Werk halt eben zu bearbeiten. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, das ist das aus View, fertig gerenderte Werk einfach mal und das hier ist mit Photoshop bearbeitet. Ja, das ist mal ein Unterschied. Und wem das Ganze so zu extrem ist, kann man hier zum Beispiel auch noch hingehen, das Ganze nochmal duplizieren und dann zum Beispiel negativ multiplizieren. Auch hier wieder die Stärke vorgeben und mittels einer Maske zum Beispiel den Himmel davon rausnehmen, dann wäre der Boden aber heller. Ja, wäre eine Möglichkeit, um das Ganze nochmal aufzuhellen. Ja. Ich lasse das Ganze einfach so, werfe diese wieder weg und ja, das ist halt mein Ergebnis. Ich bedanke mich herzlich für das Ansehen dieses Videos.